Hi Leute und willkommen zurück zu Elex 2. Ende vom letzten Part ist hier was explodiert. Das ist praktisch links neben dem Gebäude, wo wir drin waren, als es gerumst hat. Das gucken wir uns gleich an. Dann muss ich irgendwie mit den Leuten noch verhandeln. Ich habe einmal geguckt, was passiert, wenn ich jetzt wieder zu unserer Bastion zurückgehe, alles sage, was ich weiß. Da bekomme ich zweimal 200 Erfahrungen und er sagt, okay, kümmere dich mal um deine Gefährten. Aber er sagt nicht von wegen, gut, wir haben die und die Streitkräfte zusammengetrommelt, mega cool. Jetzt wollen wir keine Sorgen mehr zu haben oder so. Das heißt, wir müssen den Quatsch leider noch irgendwie weitermachen. Und uns halt wirklich bei einer der Fraktionen dann wieder anschließen, wahrscheinlich. Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Was ist passiert? Rede! Ich weiß es nicht, ich... Ich will antworten. Skibor, er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Ist das dein Werk? Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Natürlich sind wir schuld. Finden wir lieber heraus, wer wirklich dahinter steckt. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern. Also tu das auch. Dreh hier jeden Ich muss Alexitor... In einer Stunde habe ich deinen... Yay. Jetzt gehen wir erstmal. Was soll das? Hier gibt es nichts zu sehen. Gucken, ob wir jetzt seinen Tresor aufbekommen. Alles andere haben wir so schon. Darf ich jetzt ran? Schlechter Zeitpunkt. Meine Güte, warum? Der ist weg. Der kommt nicht wieder. Jetzt muss ich die Quest erst abschließen, damit ich dann bei ihm da rankomme, was? Beeil mich. Okay. Darum wird sich gekümmert. Okay. Wer und wann? Commander. Teile vom Silo. Unverdächtig. Warum zeigst du mir die dann? Metall, das vom Elex-Silo stammt. Junge. Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibo auseinandergerissen haben. Uff. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich. Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Vielleicht weiß die Silowache mehr. Elex aus dem Silo. Stark verunreinigt. Die Agenten werden... Was wird... Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Es hat mich glatt von den Beinen geholt.
Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Nein. Ich habe schon extra mehr Treibstoff da reingemacht. Hier kommt gerade runter. Praktisch. What the heck? Hab ich irgendwie weggebackt. Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Elexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut. Da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Achso, das hatte ich ja so gefunden. So, das muss ja auch einfach nur so wieder, ne? Ja. Ah, Volltreffer. Easy. Da siehst du, das ist hinten sein. Was machst du hier? Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen... Auch ich soll herausfinden... Sie hat dich mit kein... Das wundert mich nicht. Elexitor Azog gab mir den Auftrag. Er will die... Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren. Ich arbeite allein. Ich für gewöhnlich auch. Nur sich seinem Willen zu widersetzen ist. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet nichts auf eine... Mir ist es bisher nicht gelungen, ihn... Wenn ihr hier ein Stück Draht rumliegen habt, gebt mir 5 Minuten. Mit derart primitiven... Ich... Ich habe einen Audiolog gefunden, das einen Hinweis auf den Tresorcode geben könnte. Mein... Was waren das für Zahlen? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23.
Nur habe ich den Eindruck, dass die Nachricht unvollständig ist. Von wegen wahllos. Das sind Zeitangaben. Und ich weiß, welche Ziffern fehlen. Woher? Weil Skibor zu exakt diesen Zeiten seine Elex-Rationen zu sich genommen hat. Ich musste sie damals für ihn berechnen. Die Zahl, die fehlt, ist die 14. Und ich bin sicher, wenn die drei anderen Zahlen zu keinem Ergebnis führen, wird die letzte unser Türöffner sein. Probier's aus. Dann werden wir sehen, ob ich recht behalten habe. Nicht schlecht. Können wir den Kerl loswerden? Ich habe gedacht, ich krieg seine Sachen. Diese Zahl ist unvollständig. Das 23 war das letzte, ne? Ja. Geht doch. Meins? Bonus ist... Mal sehen, was Zarek davon hält. Ja, nix. Kann ich das? Nein, das ist nicht zum Anziehen. Schade. Also erst so den Kleriken übergelaufen oder so? Ich kann damit nichts anfangen, auf jeden Fall. Skibors Tresor ist offen. Und was war drin? Klerikerkleidung. Sagt dir das irgendwas? Im Gegenteil. Ich habe nur noch mehr Fragen. Aber ich will sie mir mal genauer ansehen. Sie muss einen Hinweis enthalten. Da, tu dir keinen Zwang an. Interessant. Was hast du entdeckt? Spuren von Elex. Nur dürfte es die nicht geben. Skibors Rationen waren speziell verpackt und der Verzehr erfolgte inklusive der Versiegelung. Wozu das? Eine notwendige Maßnahme, um seinen Wandlungsprozess aufrechtzuerhalten. Du hast doch Skibor zum Depot begleitet, korrekt? Ja, und? Konntest du unterwegs einen Blick auf seine Sachen werfen? Hat er Elex mit sich geführt? Elex, das nicht versiegelt war? Ja, bevor ich das Depot betreten habe, hat er mir welches gegeben. Wirklich ungewöhnlich. Die Angelegenheit wird immer komplexer. In jedem Fall sollten wir unseren Fund melden. Irissa wartet sich ja schon ungeduldig. Ich übernehme das. Mir nach. Sehr schön. Weißt du, als wenn ich mir da jetzt eine Doppelzahl da merke. Ich habe doch nur zugehört und nicht gelesen, was da noch stand. Commander Irissa. Die Untersuchungen in Skibors Unterkunft sind abgeschlossen. Dann berichte Azog oder tritt beiseite. Nicht du bist es, von dem ich einen Bericht erwarte. Ich halte es für unumgänglich, dass ich die Ergebnisse präsentiere. Das muss warten. Ich habe etwas mit deinem Nebenmann zu klären. Warum arbeitest du mit einem Scout von Azog zusammen? Das war nicht Bestandteil deines Auftrages. Zarek war vor mir in Skibors Unterkunft. Das ist gelogen. Ich konnte ihn gerade noch aufhalten, als er wichtige Beweise vernichten wollte. Ich habe mich wohl gerade verhört. Was wollte ich? Seine Reaktion spricht für sich. Am besten lässt du ihn aus dem Depot entfernen. Das könnte dir so passen. Ruhe! Was sind das für Beweise? Ich habe in Skibors Tresor eine Kleriker-Uniform ausfindig gemacht. Außerdem konnte ich herausfinden, dass er illegal mit Elex gehandelt hat. Sein Lieferant ist im Übrigen anwesend. Der Fall ist klar. Skibor war... Ich bin an Fakten, nicht an Unterstellungen interessiert.
Du wirst dich unverzüglich zu Azog begeben und weitere Befehle abwarten. Aber... Abmarsch! Jawohl, Commander. Und von dir habe ich eine korrekte Ausführung des Auftrages erwartet. Keine weiteren Komplikationen. Ich hasse es, dass du jetzt nicht einfach aus diesem Menü raus kannst, um neu zu starten, ne? Es ist mir scheißegal. Ja gut, ich wurde verarscht. Und ich stack jetzt hier mit einer Wache. Ne? Ja. Okay, was ihr nicht gesehen habt, ich habe auch die Option ausprobiert, ihm die Klamotten nicht zu geben. Ich sag, man kann es dreimal auswählen, ihm die Klamotten nicht zu geben. Und das Einzige, was passiert ist, er stiehlt die Klamotten, rennt hin runter zu ihr und genau das komplett gleiche Gespräch geht los. Ist also kompletter Trash. Und ich war ganz kurz davor, einen Roller in die Ecke zu schmeißen und nicht mehr weiterzuspielen. Du hast extra einen Spielstand, Safe Game, damit du nochmal die andere Antwortmöglichkeit überprüfen kannst. Dann sagt Spiel, nö, ist uns scheißegal, dass da auch noch eine andere Antwortmöglichkeit steht. Es kommt auf das genau gleiche raus. Oh. Richtig nervig. Und jetzt muss ich zusammen mit dem anderen, der uns gerade verarscht hat, der uns gerade als Elix-Dealer hinstellen wollte, sollen wir jetzt zusammen diesen ollen Fall lösen. Wo ist der Huso? Fertig. Also der ist oben bei seinem Chef. Sollte sich doch hier melden. Mal gucken, ob er denn irgendwas weiß, wo er ist. Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat, stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Los, ab mit dir zu den Kollektoren. Du fängst an zu nerven. Ich stelle lediglich sicher, dass du deine Zielvorgabe zeitnah umsetzt. Und jetzt mach dich auf den Weg. Mann. Hätte ich eine Waffe, die stark genug ist, würde ich ihn abknallen. Jetzt hielt. Ey, als ob ich mir den Kopf gestoßen habe.
einfach jetzt. Bam. Scheiße. Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen. Geht klar, Chef. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Abessa. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Doch das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann. Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Das ist wahr. Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Du scheinst mich gut zu kennen. Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Genau, das hier unten ist Adam. Halt in einem Roboter drin. Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht. Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle.
Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magallans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen. Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt, auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht, vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend. Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften. Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährte. Darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Na schön. Ich will dich ja nicht bedrängen, aber... Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Siehst du, da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spähtrupp. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten. Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen.
Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? Es kann jetzt sein, dass wir gleich am Arsch sind. Sofort zurück mit dir! Du sollst mit Zarek zu den Klerikern aufbrechen und nicht den Stützpunkt verlassen. Schon kapiert. Ich gehe zurück ins Depot. Aber im Laufschritt! Verdammt! Die ganze Welt geht zugrunde und trotzdem geht jeder immer noch seinem alltäglichen Einerlei nach. Schon ein bizarres Zeitalter. Ja, das habe ich mir eben gedacht. Fein. Wie du willst. Das überlasse ich dir. Ich hoffe, er stört uns jetzt nicht. Der kommt brav mit. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ich habe dir gesagt, du sollst zurück ins Depot. Doch du verschwendest unser beider Zeit. Irissa wird dir dein Verhalten nicht durchgehen lassen. Bevor du nicht Verstand angenommen hast, solltest du dich im Depot nicht mehr blicken lassen. Junge. Ich mach was für dich. Seid ihr... Hä? Ich bin doch da hingegangen und dann kam eine Cutscene. What the fuck? Nerv-Idioten. Tag, hallo. Du könntest doch einfach hier stehen. Bleiben. Ich erledige das schon. Dann gib mir den Befehl dazu. Hauptsache, das Ergebnis am Ende stimmt. So. Jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. So. Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut. Gib sie mir. Ich danke dir. Ich werde sie später auswerten. Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Alles okay soweit? Statusbericht. Nichts Nennenswertes zu berichten. Nur weil die Fremden bisher nur sporadisch auftauchen, heißt es nicht, dass es auch so bleibt. Okay, jetzt haben wir sie dabei. Das war 60-40. Okay. Das ist direkt gleich daneben gewesen und die Wache hat rumgejammert, Junge. Ah ja. So. Gehen wir zu der Burg der Kleriker und gucken uns da um für die Quest. Ich weiß... Der stand halt da, ich bin dahin und dann ging ihr Ding los. Ich weiß nicht, was ich halt anders machen sollte. Also wir können gern zurückgehen, wenn ich... Da waren wir. Wir haben ihn doch da gesehen. Und dann ging die Cutscene los. Was soll ich denn anders machen? Hä? Du solltest zurückkehren. Ich meine, in unsere Gemeinschaft. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Was ich davon halte, ist irrelevant. Aber du wirst nicht bestreiten können, dass wir mit dir schneller unsere Ziele erreichen als ohne dich.
Es kann sein, dass sie jetzt auf mich schießen. Ich böse war und nicht mit einer Wache rumlaufen wollte. Nö, okay. Dann machen wir hier im nächsten Part, weil ich gehe jetzt zu dem Typen hin, hol den. Und dann gehen wir wieder zu den Klerikern zurück. Bis dahin, ciao Leute.